Ich studiere Informationswissenschaften, weil mich die Kombination von Informationsmanagement und Digitalisierung auf der einen Seite und Menschen und Kultur auf der anderen Seite total anspricht. Wir leben in einer Welt, in der ein extremer Überfluss an Informationen herrscht und deswegen werden Experten für den Zugang und die Vermittlung von hochwertigen Informationen immer wichtiger. Man sollte sich in der Welt der Medien, die sich ja quasi täglich für uns verändert, auf jeden Fall gut auskennen und gut darin auch zurechtkommen und auch offen sein für neue und innovative Technologien, aber diese auch gleichzeitig so ein Stück weit hinterfragen. Und gerade im Studium, aber auch später fürs Berufsleben ist es ein wichtiger Aspekt, dass man nicht als Einzelkämpfer agiert, sondern Teamplayer ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch so ein gewisses Kulturinteresse, den Blick über den Tellerrand und auch eine gewisse Neugierde, die man nie verlieren sollte. Besonders gut gefällt mir die Bandbreite an Themen, die wir in den Informationswissenschaften haben. Egal, ob man sich mehr für IT interessiert oder doch mehr für Kultur und Bildung, es ist wirklich für jeden was dabei. Und auch der Praxisbezug gefällt mir total gut. Wir machen viele Projekte mit Kooperationspartnern und haben eben auch das Praxissemester, wo man dann eigene Ideen direkt umsetzen kann. Als Herausforderung würde ich auf jeden Fall die zahlreichen Gruppenarbeiten ansehen. Wir machen oft mehrere Projekte nebeneinander, da muss man sich einfach gut organisieren. Aber auf der anderen Seite ist es auch natürlich eine Chance, sein Wissen wirklich direkt praktisch anzuwenden oder praktisch auch anzueignen und nicht nur theoretisch. IW-Absolventen haben auf jeden Fall vielfältige Berufsmöglichkeiten. Man kann schon im Studium sich entweder in die Richtung Daten- und Informationsmanagement oder Bibliotheks-, Kultur- und Bildungsmanagement spezialisieren. Je nach persönlichen Präferenzen kann man seine Schwerpunkte setzen und damit auch die Weichen für seine berufliche Zukunft stellen.